Ja, Mashallah, liebe Freunde, es ist wieder soweit, liebe Brüder, liebe Schwestern, wir haben eine weitere Mediathek aufgenommen. Heute endlich soweit die lange angekündigte MeToo-Folge. Ja, es geht heute um Vergewaltigungsvorwürfe, es geht heute um Feminismus. Eigentlicher Auslöser war ja mein berühmter Tweet zu modernem Feminismus. Etwas, was ich einfach eher zufällig und schnell mal rausgehauen hatte, ohne zu ahnen, was ich damit, wie so oft, auslösen würde. Ich hatte einfach die Auswüchse modernen Feminismus so ein bisschen pointiert dargestellt. Also das, ich weiß nicht mehr den Wortlaut, ich muss das jetzt auch nicht mehr einblenden. Es geht einfach darum, ja, dieses Bild von Frau, ne? Kurze Haare, irgendwie Schlapperlook und männlich aussehend und aber trotzdem gerne was vom Kuchen abbekommen wollen vielleicht, ne? Weil Feminismus heißt ja nicht gleich lesbisch. Und das habe ich dann halt so dargestellt. Und noch die berühmten MeToo-Frauen. Ne? Also was ich mir unter MeToo-Frauen vorstelle, also ich habe das ein bisschen vulgär formuliert, ne? Hochgeschlafen und nach Jahrzehnten dann entdeckt, was habe ich damals alles getan? Naja, sich hochgeschlafen zu haben, will sich vielleicht keiner so eingestehen. Dann merkt man, da tun andere sagen, sie wurden vergewaltigt und dann plötzlich heißt es MeToo. Ne? Dieses Phänomen und was dem überhaupt zugrunde liegt, ob das überhaupt eine Vergewaltigung ist, ist halt schon mal fraglich. Was diese Phänomene aber gemeinsam haben, ist das Klima, die öffentliche Debatte, worum sich das Ganze dreht, nämlich Tabuisierung. Ja, es geht dann plötzlich gar nicht mehr so sehr darum, was man eigentlich getan haben soll. Und da habe ich dann im Nachgang auch zu unserer Gemeinderatssitzung gesehen, dass die Debatten sich doch ähneln. Also mir wurde da im Gemeinderat quasi auch so eine Art Prozess gemacht. Erstmal ging die gewohnte Schmutzkampagne los. Es gibt einen Codesturm, Shitstorm und ja, alles nicht so klar, warum überhaupt. Ne? Aber so, Mandic hat sich jetzt frauenfeindlich geäußert, nämlich... ja, also so, mir war es nicht so klar, was daran jetzt frauenfeindlich sein soll. Und das ist eben die Parallele. Es wird da nicht mehr genau hingesehen, sondern es geht dann vor allem um Verurteilung. Und das gipfelte dann eben in so öffentlichen Distanzierungen. Und dann aber im Gemeinderat, ich denke, ein einmaliges Phänomen, dass dann im Gemeinderat sich distanziert wird oder ein Gemeinderatsmitglied wie ich dann nochmal attackiert wird. Von einer Frau, ja, die hat sich berufen gefühlt, Frau Schremp. Frau Schremp, eine... Ja, die hat sich vorgestellt als Gemeinderatsältestes Mitglied. Ja, das ist dann nochmal so eine besondere Würde, soll das sein. Wer ist Frau Schremp? Frau Schremp ist eine eben in die Jahre gekommene, ich will nicht sagen Feministin, sie ist auch nicht lesbisch. Sie war wohl, soweit ich weiß, mit einem Araber oder sowas, mit einem Orientalen auch verheiratet. Sie hat selbst sogar in einem orientalischen Land gelebt und sie ist bekannt dafür, dass sie Haare auf den Zähnen hat. Ja? Und das hat sie da nochmal unter Beweis gestellt. Das habe ich auch von Anfang an gemerkt, dass sie mir sehr, sehr negativ gegenüber tritt. Wollte auch nie groß reden, also auch grüßen, alles sehr schwierig. Und jetzt konnte sie sich wirklich mal den Frust von der Seele reden. Und hat mich mit folgenden Worten attackiert im Gemeinderat. Es ist schon erstaunlich, wenn ein früherer Bürgerkriegsflüchtling, der von diesem Staat in bekannter humanitärer Art aufgenommen, dem jegliche Hilfe und Unterstützung zuteil wurde, sich nun permanent fremdenfeindlich und rassistisch äußert. Diesen Staat in bekannter Manier angeht, aber darüber wurde ja bereits hinlänglich gesprochen. Ja. Was mir da spontan einfällt, Frau Schremp, noch ihr anderen Gutmenschen, ich denke, egal wie man mich jetzt zu bewerten hat, aber dass sie hier Menschen ins Land holen, die andere Werte als sie vertreten, das ist millionenfach der Fall. Und vielleicht bin ich auch nur ein Vorbote von dem, was alles auf sie zukommt, weil die Millionen, die hier
illegal auch vor allem über die Grenze gelassen wurden, die haben ganz sicher noch mal ein ganz anderes Frauenbild als ich. Also so viel, ohne jetzt zu sehr über orientalische Migranten lästern zu müssen, das wird sie alle noch wundern. Jetzt geht's weiter. Ihr jüngster Post, Herr Mandic, in dem Sie auf widerwärtigste und abstoßendste Weise versuchen, Frauen zu beleidigen und herabzusetzen, kann jedoch von diesem Gemeinderat nicht unkommentiert bleiben. Ja, warum eigentlich nicht? Ich habe bewusst von den Anführungsstrichen Versuch gesprochen, denn eine erfolgreiche Beleidigung oder Herabsetzung setzt ein Mindestmaß intellektueller Blablabla. Also will sagen, ich bin so niedrig stehend, dass ich eigentlich gar nicht in der Lage bin, Frauen wie Sie zu beleidigen. Nun, was will ich damit sagen? Warum fühle ich mich bemüßigt, das alles hier nochmal zu thematisieren? Weil ich es als Mann für gefährlich erachte. Ich halte es für gefährlich, dass bei uns ein Klima herrscht, wo radikale Feministinnen tonangebend sind, wo Linksextreme tonangebend sind. Und wenn die einmal mit dem Finger schnipsen, kommen auch relativ viele Menschen aus dem Mainstream, die eben auch mit dem Finger zeigen. Wir haben hier Fälle aufgearbeitet von bekannten Persönlichkeiten, die sehr hoch standen, die auf einem hohen Thron waren und die abgestürzt sind wegen Frauen. Ja, nicht wegen Vergewaltigungsopfern, sondern wegen Frauen. Und das, meine ich, ist es wert, sich es nochmal genauer anzuschauen. Wir erinnern an prominente Fälle von Männern, die zu Unrecht der Vergewaltigung beschuldigt wurden, die sich teilweise rehabilitieren konnten, manche aber auch nicht. Manche sind heute nicht mehr bei uns, weil sie zermürbt wurden. Sie wurden durch die Öffentlichkeit, regelrecht und die Justiz nicht zuletzt, zermürbt und sind daran elendig verreckt. So muss man es sagen. Um wen geht es? Wir haben heute Material zu Harvey Weinstein. Wir haben Material zu den Frauen, die ihn beschuldigt haben. Wir haben Material zu Jörg Kachelmann, ein Fall, den man sich immer wieder nochmal zu Gemüte führen sollte. Und wir haben noch einen ganz berühmten Fall, den Herrn Arnold. Das ist derjenige, der auch wirklich nicht mehr bei uns weilt. Der wurde von seiner Lehrerkollegin beschuldigt, sie anal vergewaltigt zu haben im Lehrerzimmer in der Hofpause, und niemand hat es gemerkt, und später fiel auf, dass die Frau an jeder Schule eigentlich die wildesten Geschichten erzählt. Und ja, heute geht es darum zu analysieren, wie es eigentlich so weit kommen kann, dass unbescholtene Bürger in einem feindlichen Klima von heute auf morgen aus dem Nichts, aus ihrem normalen Leben gerissen werden können, um dann ihre Haftstrafe als Vergewaltiger abzusitzen. Fangen wir an mit Harvey Weinstein. Harvey Weinstein ist einer der bekanntesten Regisseure und Filmproduzenten. Sie alle kennen Pulp Fiction, Sie kennen Miramax, das war sein Label, seine Produzentenfirma. Und wir werden Ihnen jetzt gleich mal einen Ausschnitt zeigen, damit Sie auch so ein bisschen ein Bild von dem Mann bekommen. Er sieht nicht allzu hübsch aus, genauso wenig wie ich, aber er soll ein wahres Monster gewesen sein, und er wurde kürzlich auch verurteilt. Und schauen wir doch da mal rein. Harvey war nicht beliebt. Er war gefürchtet. Aber alle wollten mit ihm arbeiten. Alle wollten, dass er sie auf die Leinwand brachte und ihnen einen Oscar bescherte. Er kaufte buchstäblich Oscars für alle. Bis heute kann niemand erklären, wie sich Shakespeare in Love als bester Film gegen der Soldat James Ryan durchsetzen konnte. Der Grund dafür war Harvey Weinstein. Zelda erklärte außerdem, wie anziehend sein Status und seine Macht auf andere wirkten. Die Leute buhlten um seine Aufmerksamkeit. Sie wollten sich mit ihm treffen. Sie suchten seine Nähe. Er hat diese Macht ausgenutzt und missbraucht. Aber er besaß sie zweifellos. Er konnte sich nur so viel herausnehmen, weil die Leute sich nicht trauten, ihn zurückzuweisen. 10. Oktober 2017. Schauspielerin Gwyneth Paltrow erhebt detaillierte Belästigungsvorwürfe gegen Harvey Weinstein.
Eine der erstaunlichsten Geschichten, die wir in diesem Zusammenhang gehört haben, ist die von Gwyneth Paltrow. Die erzählte, dass sie am Anfang ihrer Karriere ebenfalls von Harvey Weinstein sexuell belästigt wurde. Noch erstaunlicher war, dass Brad Pitt, mit dem sie zum damaligen Zeitpunkt liiert war, Harvey angeblich zur Rede stellte und sagte, tu ihr das nie wieder an, und ihm dabei mit dem Finger in die Brust stach. Was für eine Vorstellung. Brad Pitt hat sich nicht einfach nur mit einem Mann angelegt, der Gwyneth Paltrow sexuell belästigt hatte, sondern einem Mann, der sich auf dem Höhepunkt seiner Macht befand. Das war zur Glanzzeit von Miramax. Brad hatte wahrscheinlich auch Angst um seine Karriere. Eine tolle Geschichte. Ja, was mir auch in Vorbereitung dieser Mediathek aufgefallen ist, ob das jetzt Weinstein ist, Epstein, habe ich mir auch Filme und Dokus angeschaut, ist dieses um den heißen Brei herumreden. Ja, es wird nie so richtig klar, was da eigentlich vorgefallen sein soll. Wir sehen hier einen erfolgreichen Produzenten. Die Leute betonen alle, ganz Hollywood, dass er die meisten Oscars liefern konnte, dass jeder, der bei ihm anheuerte, auch als Schauspieler, dass er sicher sein konnte, dass er am Ende einen Oscar gewinnt. Und nur darum geht es ja eigentlich in diesem ganzen Hollywood-Filmgeschäft. Und haben wir eigentlich auch schon ein Motiv, also warum eine Frau sich vielleicht doch dafür hergeben würde, auch mit seinem solchen, also er ist halt nicht Brad Pitt, ne? Also Brad Pitt haben wir auch gesehen und eine Freundin von ihm, die hat dann auch was mit ihm gehabt, da hat er gesagt, tu ihr das nie wieder an, ja, aber ja, was soll man dazu sagen, also es ist klar, dass dieser Mann Affären hatte, es ist, denke ich, auch klar, dass er die Frauen, ne, so ein bisschen mit Nachdruck vielleicht auch bewogen hat, dass sie ihre sexuellen Dienstleistungen da an ihm auch vollbringen, aber wo da die Grenze der Vergewaltigung überschritten sein soll, ist bislang jedenfalls bei dem Teil der Doku, und da sind wir schon mindestens über 20 Minuten eigentlich bei der Doku dabei, ist eigentlich nicht so klar. Also es ist die Frage der Abgrenzung, wo ist es Prostitution, also wo tut eine Frau für ihre Karriere bewusst Unannehmlichkeiten wie Sex, vielleicht auch perverse Spielchen mit Harvey Weinstein, wie weit tut sie das in Kauf nehmen, um einfach das Ziel ihrer Karriere, den Oscar, zu erreichen. Aber schauen wir doch nochmal weiter, auch wie viele eigentlich auch nach diesen Affären oder Vorkommnissen mit seiner Arbeit und mit seiner Person vollkommen zufrieden waren. My friends at Miramax for making this film, especially Harvey. And Harvey, thank you for killing whoever you had to kill to get me up here today. And to Harvey Weinstein, the tough guy on the playground with the biggest heart. Thank you for saying you do anything for your friends, and you always do. Thank you. And then Harvey Weinstein. And Harvey Weinstein. Harvey and Bob Weinstein, everyone. Thank you, Harvey Weinstein. I want to thank Harvey and Bob Weinstein. My agent, Kevin Uvain, and God, Harvey Weinstein. The Punisher. Old Testament, I guess. Especially the bomber Weinstein. My godfather. Is it better than I do? Sometimes I call him Jennifer. It's a pet name. Okay. I would like to thank Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, who believed in us and made this movie. Harvey, thank you to Harvey. Harvey Weinstein for his commitment. And to Harvey Weinstein and everyone at Miramax. These Harvey Weinstein. The Harvey Weinstein and Lauren Spender and... Harvey and Bob Weinstein, you also break my heart with your uncensored passion. But I have to thank Harvey Weinstein. And... Thank you, sir. And of course, Harvey, who first took me on 20 years ago, when I was a mere child sensation. I want to thank the Mishpucha Weinstein.
Mazel tov. Ja, da kommt Stimmung auf, ne? Also das kann ich mir immer wieder anschauen und interessant ist halt dieser Kontrast. Wir haben ja so viele Hollywood-Stars gesehen, alle, das waren alles beste Freunde von Harvey Weinstein. Ja, sie konnten, haben ihm auch viel zu verdanken gehabt. Er hat ihnen die Oscars verschafft. Und dann höre ich halt in diesen Dokus, wie das Ganze losging. Ne? Also eine Frau musste offensichtlich das Eis brechen und dann kamen immer mehr Frauen, die gesagt haben, naja, also jetzt, wo es die anderen auch sagen, so ganz einverstanden war ich auch nicht mit dem, was er mit mir gemacht hat. Ne? Und die Frage ist wirklich, was da genau passiert? Was ist eigentlich diese MeToo-Bewegung? Ja? Warum sagt eine Frau 10, 20, 30 Jahre nichts und meldet sich dann, wenn andere es machen, wenn andere ihre Beschuldigung erhoben haben schon? Und ja, also da meine ich, das ist jetzt nicht unbedingt, also die haben das so erklärt, ah, ja, also das Schweigekartell musste erstmal gebrochen werden, ja, und dass überhaupt so lange geschwiegen wurde, das kann ja nur daran liegen, dass das so ein mächtiger Mann war und dass er halt auch so rücksichtslos und so perfide war und so ein Gewalttäter, ja, so gewalttätig war er ja nicht, aber er wurde in den Dokus wird immer als Bully qualifiziert, als Bully, also das ist so ein Tyrann, ja, ein Tyrann, der irgendwie am Set auch immer, also alle durchbeleidigt und man darf ihn nicht reizen, es muss alles so laufen, wie er will, ne, also, ja, eigentlich so, wie man halt Chefs auch kennt, ne, also wer halt irgendwie ein Unternehmen führt, der wird oft auch so beschrieben, ja, und das soll der Grund gewesen sein, dass alle, also sich haben vergewaltigen lassen und erstmal geschwiegen haben, ne. Und schauen wir doch erstmal noch mal weiter. Harvey Weinstein ist ein Widerling. Das war er schon immer. Seine erste Frau Eve war zunächst seine Assistentin, die er mit seiner Macht bezirzte und zur Heirat drängte. Er stellte ihr Blumen auf den Schreibtisch. Er verführte sie mit seiner Macht und seinem Status. Sie heirateten und bekamen drei Kinder. Er behauptete, dass die Dinge in Hollywood so liefen und dass alle erfolgreichen Schauspielerinnen auf diese Weise berühmt geworden wären. Er sagte, nenn mir den Namen irgendeiner Schauspielerin und ich sage dir, das war ihr Weg zum Erfolg. Er erklärte mir alles ganz genau. Erst würde ich mit ihm schlafen und dann würde er mich zu Partys mitnehmen und mir zeigen, mit wem ich als Nächste schlafen musste. Ich liebe diese Doku. Ja? Er hat sie mit seiner Macht bezirzt. Er hat sie zur Heirat gedrängt. Ja? Also er war so mächtig, dass er gar nicht anders konnte. Ja? Mir kommen gleich die Tränen. Und auch die andere Frau, also da haben wir es jetzt mal mit einer ehrlichen MeToo-Frau zu tun. Solche braucht man auch. Ja? Das, nur so wird die Bewegung überhaupt im Ansatz glaubwürdig. Man braucht halt auch die Aussteiger. Ne? Also die, die nicht auf dieses Geschäft eingegangen sind, zumindest nicht bis zum Schluss, die irgendwann aufgehört haben, die gesagt haben, nee, also das ist mir dann doch zu ekelhaft. Ne? Also Karriere ist nicht alles. Aber was ja auch gesagt wurde, in Hollywood war das immer schon so. Ja? Und es war auch schon vor der MeToo-Bewegung so, dass da auch relativ offen darüber gesprochen wurde. Wir haben so viele Hollywood-Filme, wo genau das thematisiert wird. Die Unschuld vom Lande, die nach Hollywood kommt und dann sieht, wie es dort läuft und dann halt natürlich ein bisschen angewidert ist, dies aber mit sich machen lässt. Ja, also das war früher keine Vergewaltigung, das war halt einfach ein schmutziges Geschäft, genauso wie Prostitution einfach ein schmutziges Geschäft ist und das ist etwas, wozu Frauen ungerne stehen. Ja, es hat sich vielleicht ein bisschen was geändert, aber die MeToo-Debatte, die kann auch einfach damit erklärt werden, dass die Frauen jetzt alles wollen. Also sie wollen einmal Karriere machen, so habe ich es auch formuliert, hochschlafen, ja, und danach MeToo schreien. Ja. Also man will um jeden Preis auch nach oben kommen, auch mit diesen Mitteln. Ja. Man tut vielleicht auch auf Augenhöhe, gerade heute, sich Vorteile verschaffen.
kann sich dann aber nicht eingestehen, dass man dadurch in diese Position gekommen ist. Und dann ist natürlich einfacher zu sagen, ich wurde vergewaltigt. Ja. Heißt natürlich nicht, dass es keine vergewaltigten Frauen gibt. Aber es gibt graduelle Unterschiede. Der Fall, dass der Mann über die Frau herfällt und sie wirklich mit Gewalt zum Verkehr nötigt, ist eher die Seltenheit. Oft gibt es da eine Vorgeschichte, oft gibt es eine Beziehung, oft gibt es einvernehmlichen Verkehr und irgendwann, aus irgendwelchen Gründen, will einer nicht mehr. Ne? Also es gibt alles. Und es gibt halt eben dieses Sex haben, um Karriere machen zu können. Und genau das war bei Weinstein der Fall. Und ja, es ist nur ein Beispiel, ja, was diese ganzen Fälle vereint. Wir kommen ja noch zu anderen Männern, ist das seltsame und männerfeindliche Klima, in denen das Ganze abläuft. Und das stört mich als Mensch, das stört mich als Politiker und das stört mich natürlich auch als Strafverteidiger, weil es die Verteidigung erheblich erschwert. Mir haben Kollegen gesagt, etwa bei der Gruppenvergewaltigung in Freiburg, ja, wie sollen wir denn auf die Anfeindungen der Öffentlichkeit reagieren, wenn wir dann sagen, das war einvernehmlich, dann fällt die Presse über uns her und dann sind wir frauenfeindlich. Ja? Also das Problem ist auch in Kollegenkreisen bekannt, aber genau dann braucht es Männer mit breitem Kreuz, Verteidiger mit breitem Kreuz, die dann sagen können, naja, wollen wir doch mal genau sehen, wie es wirklich war. In 1997, I was raped by Harvey Weinstein here at Cannes. I was 21 years old. This festival was his hunting ground. I want to make a prediction. Harvey Weinstein will never be welcomed here ever again. He will live in disgrace, shunned by a film community that once embraced him and covered up for his crimes. And even tonight, sitting among you, there are those who still have to be held accountable for their conduct against women, for a behavior that does not belong in this industry, does not belong in any industry or workplace. You know who you are. But most importantly, we know who you are. And we're not going to allow you to get away with it any longer. Ja, das war Asia Argento oder Asia Argento. Die ganzen Namen musste ich mir auch erst alle hier aneignen im Rahmen der Vorbereitung. Ich bin, habe ich festgestellt, gar nicht so in diesen Blitz-Illu-Sachen drin. Ja? Also auch das ganze MeToo-Zeug ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich wusste nur, jetzt behaupten plötzlich alle vergewaltigt worden zu sein. Aber ja, wie das konkret war, habe ich eigentlich nie richtig recherchiert. Und jetzt in der Vorbereitung eben zum Beispiel auch auf diese Frau Argento gestoßen. Argento. Und warum ich den Fall bringe, ist einfach, um zu zeigen, wie viel da gelogen wird. Ja. Glauben Sie nicht alles. Ja. Recherchieren Sie mal selbst. Und die hat halt, also warum sie zu erwähnen ist, sie war halt maßgebliche Protagonistin in diesem MeToo-Kreis. Ja, also mit ihr ging das auch mit los. Die war da sehr, sehr aggressiv. Und das Besondere ist halt, die hat halt selber Dreck am Stecken. Die hat es mit einem 17-Jährigen getrieben. Ja, mit dem Jimmy Bennett, kenne ich auch nicht, aber ist halt so. Und hat es halt auch erstmal abgestritten, hat dann eingeräumt, einvernehmlich. Also eigentlich auch das, was viele Männer natürlich sagen, wenn sie der Vergewaltigung bezichtigt werden. Ja, sie wollen es doch auch. Es ist halt oft auch so. Ja, oft ist es so, dass das einvernehmlichen Sex gibt, der ist abzugrenzen halt von dem Nötigenden. Ja, und in dem Fall war es halt ein Minderjähriger. Ja, auch nicht schön. Ja, warum tut eine erwachsene, gestandene Frau sich einen 17-Jährigen angeln? Ja. Und nötigen. Ja. Ihm fiel das nicht so leicht, ja. Also er ging an die Öffentlichkeit und hat sich auch Anwälte genommen, wollte halt auch wahrscheinlich entschädigt werden und so. Und ja, das Besondere halt,
dadurch war sie dann halt auch für die MeToo-Bewegung dann doch verbrannt. Ne? Also auch wenn es da sehr feministisch zugeht, man kann nicht Sexualstraftäter dann irgendwie als Leitfigur nehmen. Ne? So viel zum Hintergrund, so viel, damit sie im Bilde sind, weil das Ganze kommt halt doch oft aus den USA, was uns hier umtreibt, wesentliche Impulse. Aber hier gibt es natürlich genug Helfershelfer, die das dann umsetzen. Wir kommen jetzt zu dem Phänomen in Deutschland. Vergewaltigungsprozesse. Und da der prominenteste ist schon Jahre her, aber hat auch, also der Vorteil ist, jeder weiß Bescheid. Jeder weiß Bescheid, dass Kachelmann erfolgreich war, dass er ja das Gesicht der ARD oder ZDF war, der Wettermann, sympathisch, vielleicht nicht so wie Harvey Weinstein, ne? Also der wirklich hässlich ist, aber Kachelmann, der macht was her, ne? Und lieber Kerl und bringt uns auch jedes Gewitter irgendwie schonend bei. Und der soll plötzlich irgendwie mit einem Messer seine Freundin oder Lebensgefährtin genötigt haben zum Sex. Ne? Und einfach damit sie mal ein bisschen wieder reinkommen, schauen wir uns auch hier das nächste Video nochmal an. Gerade wird ja viel über Sexismus diskutiert. Auch sein Name fällt dabei immer mal wieder. Jörg Kachelmann. Ganz ehrlich, was ist das Erste, was Ihnen durch den Kopf geht, wenn Sie an ihn denken? Schäfchenwolken oder Frauen? Da war doch was. Vergewaltigung, ja, freigesprochen, aber nicht so richtig. Sowas in der Richtung. Da sind Sie nicht allein, das denken viele. Aber Jörg Kachelmann passt nicht zur aktuellen Sexismusdebatte und hat nichts mit Vergewaltigung zu tun. Denn Jörg Kachelmann ist unschuldig. Nicht ein bisschen unschuldig oder halb unschuldig, sondern vollkommen unschuldig. Nur, das wollen viele nicht glauben. Warum das so ist, warum seine Unschuld nicht richtig durchgedrungen ist, ist wiederum die Schuld von Richtern, Staatsanwälten und Medien. Robert Bong und Fabian Hurst. Dieser Mann will eine Lüge aus der Welt schaffen. Aber es gelingt ihm nicht. Jörg Kachelmann. Er war mal ein bekannter ARD-Wettermoderator, ein echter Liebling der Deutschen. Ein lustiger, unbeschwerter Typ. Dann kam er als angeblicher Vergewaltiger vor Gericht. Ja, das war Anja Reschke, die wir aus anderen Zusammenhängen natürlich kennen, aus sehr unangenehmen Zusammenhängen. Und Anja Reschke behauptet jetzt, der Fall Kachelmann habe mit dem Themenfeld Sexismus nun gar nichts zu tun. Ja, sie will im Endeffekt darauf hinaus, wieso hat die Justiz hier Mist gebaut, wie konnte es so weit kommen, warum haben die Medien da eine Rolle gespielt und auch bestimmte Medien, das kann man dann alles so ein bisschen aufklamüsern, wer da jetzt am meisten gegen ihn geschossen hat. Das ist aber so nicht richtig. Ja? Also es geht um das gesellschaftliche Klima, und welches natürlich auch Staatsanwälte und Medienleute beeinflusst. Es geht darum, dass hier ein Klima herrscht, wenn einmal jemand der Vergewaltigung auch nur beschuldigt wird, dass dann ein gewisses Spiel abläuft, also ein Automatismus, der es schwer macht, den Beschuldigten nicht nur sich reinzuwaschen, sondern überhaupt, also die... Es steigt halt einfach der Druck und Freunde wenden sich ab, Bekannte wenden sich ab und man ist da recht schnell isoliert. Und hier ist es so, dass Kachelmann auch einen Haufen Geld gehabt hat, der mehrmals den Verteidiger wechseln konnte. Wer nur 10.000 Euro auf dem Konto hat und die dem ersten Anwalt gibt, der kann danach nicht mehr wechseln. Ne? Und wer einen schlechten Pflichtverteidiger hat, der wird den auch nicht mehr los. Und mit jemandem, der halt ein paar hunderttausend oder mehr Millionär ist, mit dem kann man das halt nicht so leicht machen. So, und worauf Frau Reschke hier hinaus will, das berühmte Thema Einzelfall. Ne? Und ich sage halt, das ist eben kein Einzelfall. Ja? Und hier geht es nicht um Justizversagen im Fall Kachelmann, sondern ich behaupte, es ist Versagen in vielen Fällen. Und das ist ein gesellschaftliches Problem. Es ist ein Problem, dass Frauen diese Beschuldigung erheben können. Das weiß ich aus meiner anwaltlichen Praxis. Ich habe das jetzt nicht täglich, aber ich habe doch nicht,
nicht wenige Fälle, auch von einfachen Bürgern, die es nicht fassen können, mit welcher Dreistigkeit Geld erpresst wird und wenn Geld nicht kommt, dann einfach der Vergewaltigungsvorwurf erhoben wird. Und es ist nicht einfach, diese Frauen dann wirklich auch zur Strecke zu bringen, die selber dann bestrafen zu lassen, wenn man denn mal freigesprochen wird wie Kachelmann. Und das ist ein Problem, deswegen lohnt es sich, sich mit diesem Thema zu befassen. Und jetzt schauen wir uns mal die Frau an, die Herrn Kachelmann so behandelt hat, ihn in den Knast gebracht hat und ihm sein Leben zerstört hat. Im Herbst 2016 verkünden die Richter schließlich mit ungewöhnlicher Deutlichkeit: Der Senat ist überzeugt, dass Claudia D. Herrn Kachelmann vorsätzlich wahrheitswidrig der Vergewaltigung bezichtigte. Und sie habe sich die Verletzung selbst zugefügt. Das Gericht war davon überzeugt, dass sie zu Unrecht den Vorwurf der Vergewaltigung erhoben hat. Der Sachverständige, der vom Gericht beschäftigt worden war, hat nach Überzeugung des Gerichts festgestellt, dass tatsächlich eine Selbstbeibringung der vorgefundenen Verletzungen zu diagnostizieren ist. Das war das wichtigste Urteil überhaupt, um das ich gebetet, auf das ich gehofft habe. Es ist der späte Freispruch erster Klasse durch die Feststellung der Täterin, durch die Verurteilung der Täterin. Claudia D. kann die Entscheidung nicht anfechten. Auf die konkrete Anfrage von Panorama antwortet sie mit einer allgemein feministischen Kampfschrift. Man will uns Frauen stummschalten, damit das gesellschaftliche Machtgefüge im männerbündischen Täterstaat Deutschland nicht in Gefahr gerät. Ja, hier haben wir es halt schwarz auf weiß gehabt in dem Fall. Die Frau hat gelogen, vorsätzlich gelogen. Und ich kann Ihnen auch sagen, also so deutlich wird man in der Regel nicht. Also wenn man Glück hat als Mann, wird man am Ende freigesprochen. Aber dass dann auch noch festgestellt wird, also hier, die hat sich Verletzungen selber zugefügt, damit sie ihn auch ja in den Knast bringt, das ist eher selten. Ja? Und was dahinter steckt, warum es so schwierig ist und warum auch die Justiz mitmacht, ist ja nicht so, dass die Justiz per se männerfeindlich ist. Aber es gibt halt nach wie vor viele Männer auch in der Justiz und viele können sich tatsächlich nicht vorstellen, dass etwa eine Frau, weil sie in ihrem Stolz verletzt ist, einen deswegen Tod wünscht oder ins Gefängnis wünscht oder seine ganze schiere Existenz vernichten möchte, weil er ihr fremdgegangen ist oder weil das mit der Heirat so nicht geklappt hat. Das war ja das Thema bei Kachelmann. Bei Kachelmann, und das haben interessanterweise auch die Mannheimer Richter irgendwie aufgearbeitet, sein Privatleben, wie viele Affären hat er denn gehabt und mit wem hat er noch und was hat er für Versprechungen gemacht. Das war dann plötzlich tatrelevant. Ne? Und eigentlich war es nur relevant für das Motiv der Falschbeschuldigung. Ja. Und deswegen Vorsicht, wenn solche Vorwürfe erhoben werden. Glauben Sie nicht alles. Vor allem, es kann so bitter enden, und zwar viel bitterer wie für Herrn Kachelmann. Und das sehen wir in dem nächsten Fall, in dem Fall Arnold. 1825 Tage saß Lehrer Horst Arnold im Gefängnis. Das sind 5 Jahre. Das Landgericht Darmstadt hat den Beamten im Juni 2002 in den Knast geschickt. Vorwurf, er soll seine Kollegin Heidi K. vergewaltigt haben. Eine Lüge, sagt der Biologielehrer immer wieder. Horst Arnold sitzt die 5 Jahre ab, doch sein Anwalt findet neue Beweise. Hat das vermeintliche Opfer gelogen? Heute ein neues Urteil vor dem Gericht in Kassel. Das Urteil? Unschuldig. Horst Arnold ist kein Vergewaltiger. Freispruch nach 5 langen Jahren im Gefängnis. Geht's ihm? Natürlich geht es mir nach diesem Urteilsspruch gut. Von einer Genugtuung möchte ich nicht sprechen. Ich denke sogar, es war mehr. Mein Leben wird nicht ab morgen, aber ab den nächsten Monaten wieder um 360 Grad gedreht. 5 Jahre
unschuldig im Knast. Die Folge: schwere Depression, Selbstmordgedanken. Der frühere Sport- und Biolehrer bekommt nach der Haft keinen Job mehr, lebt heute von Hartz IV. Es waren unvorstellbare 1800 Tage und Nächte in Gefangenschaft. Ja, der arme Herr Arnold, Gott hab ihn selig, er sollte mit seiner Aussage, ab da würde sich sein Leben um 360 Grad ändern, insofern recht behalten, als sich für ihn gar nichts geändert hat. 360 Grad im Kreis drehen und du bist genau dort, wo du angefangen hast. Und so war es auch. Er hat nie die Tat eingeräumt, er hat gekämpft auf seine Weise, er hat einfach bestritten im Knast und für ihn ist eine Welt zusammengebrochen. Stellen Sie sich das vor, als Lehrer, als Beamter und dann als Sexualstraftäter in einem deutschen Gefängnis, in der Knasthierarchie ganz unten, was Schläge und wiederum sexuelle Misshandlungen auch fast notwendigerweise nach sich zieht. Herr Arnold wurde genötigt, eine sexuelle Therapie zu machen, eine Straftätertherapie. Er hat auch dort immer gesagt, das macht für ihn keinen Sinn, er hat das nicht gemacht. Und er hat keine vorzeitige Entlassung auch deswegen bekommen, weil er als uneinsichtig galt. Also er musste volle 5 Jahre absitzen. Und wie konnte das überhaupt passieren? Warum ist das niemandem vorher aufgefallen? Also da kommt eine Lehrerin, offensichtlich psychisch krank, histrionische Persönlichkeitsstörung oder sowas, also vielleicht auch narzisstisch, die einfach, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, Lügen erzählt. Das muss man sich mal vorstellen. Die sagt, ich wurde anal vergewaltigt in der Hofpause im Lehrerzimmer, wo jederzeit jemand reinkommen kann. Danach bin ich abgehauen irgendwo durchs Fenster und bin dann in die Klasse, wo sie unterrichtet hat. Hat sich ein paar Tage nichts anmerken lassen, war fröhlich, niemand hat irgendwas gemerkt, hat alle ihre Klamotten weggeworfen, die sie da getragen haben will. Es gab keine Vergewaltigungsspuren, einfach nichts, nur ihre verdammte Aussage. Und das hat gereicht. Das hat gereicht, einen verheirateten Mann in den Knast zu bringen, ihn zugrunde zu richten. Herr Arnold kam nach 5 Jahren raus. Er konnte sich nicht wieder als Lehrer bewerben. Er hatte Hartz IV bekommen. Nach weiteren Jahren fiel eben auf, dass da irgendwas nicht stimmen konnte. Er hatte im Endeffekt Glück. Die Frauenbeauftragte der Schule, die zusammen mit dieser Frau die Anzeige gegen ihn unterstützt hatte, bekam selbst ein schlechtes Gewissen, als sie in der Zeitung las, dass dieses vermeintliche Opfer an ihrer neuen Schule vergiftet worden sein soll. Da dachte sie, kann doch wohl nicht wahr sein, immer ist irgendwas mit der. Und es gab noch mehr solcher Geschichten. Und da hat sie einen Anwalt beauftragt und der hat in mühsamster Arbeit den Fall neu aufgerollt. Strafverteidiger wissen, wie schwer ein Wiederaufnahmeverfahren ist und die Staatsanwaltschaft hat es in keinster Weise unterstützt. Ja. Und was wir da gehört haben, was Herr Arnold gesagt hat, jetzt wird alles besser, das war mitnichten so. Mit 51 Jahren starb er elendig an einem Herzinfarkt, als gebrochener Mann. Wir müssen uns fragen, wie so etwas passieren kann. Ich sage, es sind nicht Augenblicksaufnahmen, es sind nicht irgendwelche Einzelfälle, wo die Justiz halt mal nicht funktioniert, sondern es ist ein Klima, in dem der Mann ganz einfach von vornherein schlechte Karten hat. Und deswegen sind auch die ganzen Männer, die applaudieren, wenn irgendwelche Feministinnen ihre Hetzjagden auf Männer veranstalten, wie bei mir, von wegen Frauenfeind, Misogyn, bla bla bla, er hat irgendwas gegen Feministinnen und Frauen allgemein. Wer sich an sowas beteiligt, der schaufelt sich sein eigenes Grab, der kann nämlich auch der Nächste sein, wenn es wieder heißt, hier ist ein Vergewaltiger, hier hat jemand irgendwas verbrochen. Seid vorsichtig und lernt aus meinem Video. The motion is agreed to.
The US Senate voted to move forward Brett Kavanaugh's nomination to the Supreme Court. It's despite allegations of sexual misconduct. Lawmakers backed President Trump's nominee Kavanaugh by 51-49 in a procedural vote. It moved the Republican-controlled Senate toward a definitive decision likely to take place on Saturday. President Trump's nomination of Judge Brett Kavanaugh to the United States Supreme Court will go down as one of the saddest, most sordid chapters in the long history of the federal judiciary. The political and intense drama came about when university professor Christine Blasey Ford accused Kavanaugh of sexual assault when they were in high school in Maryland in 1982. He denies all the allegations. President Trump sent out a tweet saying he's very proud of the U.S. Senate voting yes. Following Friday's vote, protesters inside the Senate chanted "Believe survivors" and clashed with Kavanaugh supporters. Several were arrested and removed from the premises. The weeks-long drama over Kavanaugh has gripped the country and could still take more twists, depending on the thinking of a handful of wavering senators in a chamber where Trump's fellow Republicans hold just a razor-thin majority. Ja, kommen Ihnen diese Szenen bekannt vor? Kommen Ihnen diese Gestalten bekannt vor? Ja? Ich wurde im Vorfeld gefragt, warum ich das Thema Feminismus überhaupt aufgreife. Ja? Warum dieser Shitstorm? Haben wir das denn nötig, auch als AfD, dass wir wieder in die Kritik, in die Schusslinie geraten? Ich sage, die Fälle sind vergleichbar. Schaut euch diese Protestierenden da an. Schaut euch diese Schmutzkampagne gegen Kavanaugh an. Es sind die gleichen Kräfte. Es sind die Linksextremisten, die in die Mitte der Gesellschaft hineinwirken, die sich die Deutungshoheit erkämpft haben darüber, wer in diesem Land Rassist ist, wer in diesem Land homophob ist und wer ein Vergewaltiger ist. Das ist eine politische Waffe. Wer heute bestimmen kann, wer Rassist ist und wer Nazi ist, der ist im Vorteil. Wer heute einen Präsidentschaftskandidaten, einen Kanzlerkandidaten oder sonst wen einfach dadurch aus dem Weg räumen kann, dass er ihn durch Shitstorms als Vergewaltiger markiert, der ist klein im Vorteil. Wir haben es gesehen, Kavanaugh hat die Sache ausgestanden, weil auch Trump natürlich gelernt hat. Er ist auch so überhaupt nur ins Amt gekommen, weil er diese schmutzigen Tricks durchschaut hat. Ja? Wir dürfen, und das ist meine Bitte an die Männerwelt vor allem, aber auch anständigen Frauen brauche ich das nicht zu sagen. Frauen kennen ihre Geschlechtsgenossinnen natürlich am besten. Ja? Und die haben da auch eigentlich den klarsten Durchblick. Die wissen am ehesten, wann eine Frau lügt. Aber die Geschlechtsgenossen, die Männer, die meinen, sich irgendwelche Vorteile dadurch verschaffen zu können, dass sie immer gleich klatschen, wenn irgendwie ein Mann als Vergewaltiger bezeichnet wird. Glaubt mir eins, keine Frau wird euch dafür mögen, dass ihr irgendwelche anderen Männer anfeindet. Keine Frau wird euch dafür mögen, dass ihr irgendwie besonders feministisch eingestellt seid. Insbesondere werdet ihr nicht mehr Sex haben dadurch. Männer, die Männer sind, die haben viele Frauen, die können auf Frauen zurückgreifen, aber ihr, die ihr da vorauseilend einfach gehorsam seid, ihr werdet damit keinen Erfolg haben. Ja, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende dieser Mediathek. Es hat Spaß gemacht. Besondere Grüße gehen raus an meine Kollegen im Stadtrat, insbesondere an Gerlinde Schremp, die mir diese Vorlage auch geliefert hat, die mich auch mit motiviert hat, dieses Video zu machen. Grüße gehen raus auch an die Bürgermeister, die in Quarantäne sind, weil sie sich hier zum Affen machen mit Corona. Martin Horn, Oberbürgermeister, der eigentlich dafür sorgen sollte, dass wir von diesen Maßnahmen hier verschont bleiben. Ich grüße meinen Kollegen Huber, der vielleicht auch Gefallen finden wird an dieser Mediathek. Und wenn ihr Ideen habt, was ich noch thematisieren könnte in den nächsten Folgen, bitte kommentiert entsprechend unter diesem YouTube-Video oder schickt mir eine Nachricht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.